Ja, willkommen zum neuen Vortrag. Ich darf Tobias Zulauf präsentieren, ist falsch. Vorstellen, genau. Ist auch ein langjähriges Joomla-Mitglied, ähnlich wie David. Allerdings hat Tobias doch etwas mehr Verantwortung. Naja, mehr nicht, aber auf jeden Fall für euch gut. Er ist Release-Lead von Joomla 3.10 und ist quasi dafür verantwortlich, dass ihr lange Zeit habt, um eure Seiten auf Joomla 4 vorzubereiten und gut testen könnt. Zu seinem Vortrag ist es ein sehr gutes Timing, wie ich finde, weil er spricht über Joomla Web Services und das ist eine der Technologien, die David in seinem vorherigen Vortrag schon angesprochen hat. Und ich glaube, wir können gespannt sein, was Tobias zu berichten hat. Ja, dann vielen Dank. Ich kann gucken. Okay, stumm gestellt. Genau, Joomla 4 Web Services. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal offiziell widersprechen. Ich bin noch nicht so lange dabei wie David. David ist schon sehr viel länger dabei als ich. Bin auch ähnlich tief involviert. Hab das hier auch nochmal draufgeschrieben. Ich komme aus der Nähe von Köln. Bin seit 2011 dabei. Bin der Release Lead, bin im Security Team, bin im CMS Maintenance Team und bin auch unabhängig jetzt von meinen offiziellen Positionen auch selber Erweiterungsentwickler. Habe hier auch nochmal für denjenigen, der sich das später anschaut oder mich kontaktieren möchte, nochmal Kontaktinformationen hinterlegt. Habe ich aber am Ende beim Fragenteil auch nochmal eingeblendet. Da ich Joomla und auch meine ganze Beteiligung jetzt nicht, so wie viele andere, als offiziell, das ist jetzt mein Job, Aktion mache, sondern wirklich als freiwillige Aktion oder so, freiwillig quasi mache ich das, habe ich mir so ein GitHub-Sponsors-Ding angelegt, damit man, falls man möchte, da gucken möchte, deutsche Übersetzung mache ich auch noch mit dem Stefan zusammen. Aber worum geht es? Geht eher um die Web-Services-Geschichten und was macht Joomla da? Was haben wir da so allgemeine Informationen zu Web-Services? Dann würde ich kurz zeigen, wie man so eine Testumgebung einmal einrichtet. Das heißt, wie kann man grundsätzlich mit Web-Services in Joomla 4 arbeiten? Dann wird es eine Demo geben, wo ich so ein paar Sachen mal zeige, wie man die mit einer Software, die erkläre ich dann auch, die nennt sich Postman, arbeitet. Und ganz wichtig, finde ich, habe ich noch eine extra Seite mit Links und weiterführenden Informationen gemacht. Die sind zwar größtenteils auf Englisch, aber die geben nochmal dann teilweise auch von George sind das ein, zwei Vorträge, die dann da nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen und auch noch Sachen erklären oder halt auch die offiziellen Dokumentationsseiten und natürlich bitte Fragen dann am Ende, so wie wir das bis jetzt auch mal gehandhabt haben, mit Harald auch schon gesprochen, dass er das dann moderieren würde. So, allgemeines Web-Services, beziehungsweise zu Web-Services in Joomla 4. Die Web-Services, die Joomla 4 mitliefert, sind standardmäßig auf jeder Joomla 4-Webseite aktiv auch werden standardmäßig auch ausgeliefert, das heißt, können auch erstmal genutzt werden, sind aber in Joomla 4.0 limitiert auf Super-Administratoren. Das heißt, normale Administratoren oder normale Benutzer können die Web-Services nicht benutzen und das kann man auch nicht einstellen, dass die das benutzen können. Das ist ein aus Berechtigungs- und Sicherheitsperspektiven her erstmal komplett auf Super-Administratoren, also die sowieso auch den Template-Manager benutzen können und dann die Seite hops nehmen können, limitiert. Der Plan ist schon, dass in Zukunft irgendwann mal das zu erweitern auf andere Berechtigungsebenen, Administrator oder dass man das einstellen kann. Stand heute ist das Ganze aber auf Super-Administratoren limitiert. Was man machen könnte, wäre, dass man einen Integrationsbenutzer anlegt, der dann eben entsprechende Berechtigungen hat, mit dem sich aber dann keiner anmelden muss, sondern mit dem man dann eine Applikation auf wie auch immer anbindet.
Das wäre der Umweg, den man aktuell gehen müsste. Wofür nutzt man Web-Services oder wofür kann man Web-Service benutzen? Sowas, was David beschrieben hat im vorherigen Vortrag. Also ich gehe in ein Museum und habe ein Gerät und habe quasi die Exponate auf meiner Webseite stehen, die ganzen Informationen und möchte die aber nicht fünfmal pflegen, damit das jemand sich auch auf dem Gerät anschauen kann oder auf irgendeiner anderen Geschichte. Dann oder in der App, ne? Ich habe eine App von meinem Museum und möchte da die selben Informationen anzeigen, die ich schon vorher als Beiträge in meiner Joomla-Webseite gepflegt habe. Oder ich möchte verschiedene Systeme, also ich habe ein Abrechnungssystem oder was auch immer und möchte von da aus Daten automatisch in die Joomla-Webseite, auf der Joomla-Webseite veröffentlichen. Das heißt, die Pflege meiner Seite läuft gar nicht über die Joomla-Oberfläche, sondern die läuft über eine App, über irgendein CRM-System, irgendein Warenwirtschaftssystem oder was auch immer. Und dabei ist auch immer natürlich dann die Möglichkeit der Kombination möglich. Also ich kann sehen gehen, okay, und sagen, die Kategorie meinetwegen, die pflege ich immer mit meinen Web-Services. Da wird regelmäßig diese Seite aufgerufen und das Ganze aktualisiert. Und ich kann das natürlich aber doch immer noch dann manuell dann eingreifen. Das ist was man logisch sich Gedanken machen muss, wie wird das Ganze umgesetzt. Für die Entwickler, die sowas implementieren, ist wichtig, dass das Ganze eine JSON-API ist. Das heißt, es ist auch dem Standard-JSON-API entspricht das. Und auch unsere Antworten. Schauen wir uns gleich an, wie das ausschaut. Ist auch dann entsprechend umzusetzen. Und auch hinter dem auf der Seite, wenn wir die Präsentationsunterlagen sich später anschaut, das ist auch nochmal verlinkt, wo da zu der JSON-API-Webseite. Die Logiken oder anders, die Routen, also ja gut, das ist ein bisschen technisch. Also das Ganze ist Plugin gesteuert, sehen wir auch gleich die Plugins. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich möchte nur Articles für Webservice zur Verfügung stellen, dann kann ich sagen, okay, alle anderen Plugins, die brauche ich nicht, die deaktiviere ich. Und dann hat man unabhängig davon, dass das ja sogar aktuell nur auf Superadministratoren limitiert ist, auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte Sachen explizit ab- oder zuschalten, und hat dann darüber nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Das bedeutet aber auch, dass Erweiterungsentwickler, die große Komponenten zur Verfügung stellen für irgendwelche Template-Frameworks oder irgendwelche Com-Content-Ersatz, die könnten auch Plugins schreiben, die dann im Hintergrund auch, also Standard-Joomla-Plugins schreiben, die dann Web-Services zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist auch erweiterbar eben mit Plugin-Code, der dann entsprechend das Ganze umsetzen kann. Das wäre so grob Allgemeines. Ich glaube, die meisten Fragen und die meisten Sachen kann man am einfachsten später beim Beispiel erklären. Was habe ich gemacht, um meine Testumgebung einzurichten? Ich habe Joomla 4 standardmäßig installiert und Sample Data, Block Sample Data installiert, wenn man ein paar Beispieldaten dann hat und auch später nachvollziehen kann, was habe ich jetzt genau gemacht, was für Antworten habe ich bekommen. Genau, habe ich mit Block Sample Data installiert, die dann ja so ein paar Menüeinträge und ein bisschen Beiträge auch generieren. Dann gibt es in der Plugins-Einsicht, also unten auf der linken Seite unter System Plugins, gibt es verschiedene Webservice-Plugins. Zum einen das Webservice-Token, Joomla-Token, das ist für die Authentifizierung, das ist für uns später wichtig. Was noch mitgeliefert wird, ist das Basic auf. Das bitte nicht auf Live-Seiten einsetzen, aber das kann schon mal sinnvoll sein, wenn ihr lokal entwickelt und nicht mit diesen Token-Header-Sachen umgehen könnt, könnte das schon mal hilfreich sein auf einer Live-Seite. Bitte nicht, da nehmt ihr bitte das Token und bringt das auch bitte all euren Clients, die dann mit der Joomla-Seite interagieren soll, entsprechend bei. Und dann sehen wir hier die ganzen Plugins, Web-Service-Banners, Templates-Tags, Redirects, Privacy-Plugins und so weiter und so fort. Und ganz unten auch Content. Das Backend sich gerade ist auf Englisch, wo ich Screenshots gemacht habe. Auf Deutsch wird das natürlich dann Beiträge und was auch immer heißen. Und hier könnte man entsprechend sagen, okay, gut, ich möchte jetzt Contacts oder die Konfiguration,
die möchte ich nicht veröffentlichen oder nicht öffentlich verfügbar machen oder nicht öffentlich, also nicht über Webservice zur Verfügung stellen, dann deaktiviert man das Plugin. Dann werden die sogenannten Routen, also die Pfade, die dieser, die im Webservice zur Verfügung stehen, die gibt es dann nicht mehr und die werden nicht mehr veröffentlicht und stehen nicht mehr zur Verfügung und können auch nicht mehr angesprochen werden. Das, wie gesagt, unter der Plugin-Kategorie Webservices. Und die Erweiterungsentwickler unter euch, wenn wir welche dabei haben, die können sich auch die Standard-Plugins von Joomla 4 anschauen. Gibt es einen extra Ordner Webservices bzw. API-Authentication, je nachdem, wenn man da nochmal unabhängig von dem Joomla-Token noch was anderes bauen möchte, kann man sich das da auch anschauen. Aber primär wird es wahrscheinlich eher die Webservices sein, wo man dann mal schaut, okay, wie hat man das denn für Content und für Banners und so weiter alles gelöst. Die Plugins hier sind hauptsächlich dafür da, diese sogenannten Routen, also diese Pfade, die wir gleich sehen, zu registrieren und zu sagen, okay, diese Route gibt es, also diesen Pfad, der per Webservice erreichbar ist. Und dann bitte ruf dann diese Model-Funktion oder ruf diese Informationen, die du da hast, ruf die da und da ab. Genau, die Plugins an sich sind aber relativ simpel gestrickt. So, dann gehen wir in den eigenen Benutzer. Wenn man im eigenen Benutzer angemeldet ist, gibt es und man ist Superadministrator, kann man sich unter dem Tab Joomla API Token so ein API Token generieren lassen, kann das auch temporär deaktivieren oder auch zurücksetzen. In unserem Fall sollten wir es aber natürlich aktiv halten, weil wir es ja benutzen wollen. Das hier ist jetzt natürlich jetzt das Token von meinem Localhost, aber wie man sieht, ist relativ lang. Nicht merken, kopieren und da, wo wir gleich hingehen, einfügen. Und das funktioniert hier als Passwortersatz. Das heißt, das normale Passwort, was ihr benutzt, braucht ihr nicht mehr. Zumindest nicht für die API-Zugriffe, sondern da wird dann ausschließlich dieses Token benutzt. Und damit authentifiziert euch dann mit diesem Benutzer, also in dem Fall mit meinem Tobias-Account, der Superadministrator ist gegen die Webseite. Das ist quasi das, was vorbereitet werden muss. Also wir müssen die Plugins aktivieren, irgendwas an Content da haben. Wie gesagt, ich habe mir jetzt mal die Sample Data installiert und eben dieses Token. Das brauchen wir jetzt für den nächsten Schritt, denn da geht es um Postman. Postman ist eine Möglichkeit, dass man die, also es ist ein Tool, was ich gleich auch nochmal zeige, womit man Webservices-Aufrufe mit einer GUI starten und sich dann das Ergebnis anzeigen lassen kann. Natürlich braucht man das unbedingt nicht, aber zum mal durchchecken ist das ganz cool. Und was ich auch noch mit reingepackt habe, wie gesagt, die Präsentation wird später auch noch verfügbar sein, ist die Joomla 4 API Collection und genau eine entsprechende Datei für Postman sogar, die dann da funktioniert. Ein Tipp, am besten noch ein, zwei Tage warten, bis man die sich reinlädt, weil ich da jetzt beim Bauen des Vortrags noch Fehler gefunden habe, die hoffentlich in den nächsten Tagen oder Stunden korrigiert werden, vielleicht sogar schon während meines Vortrags. Oder jetzt schon mal reinlernen, aber wenn es zu Problemen kommt, am besten, dann zeige ich gleich, wie das funktioniert, den Import nochmal neu starten. Dann kann man sich das dann nochmal aktualisieren. Wenn man das machen möchte, also sich diese Datei reinlädt, installiert man erstmal Postman. Link und Webseite, wo man es runterlädt, ist ganz normale Installation, ist auch nochmal später verlinkt. Startet man diese Oberfläche, dann gibt es in der Mitte das, was ich auch eingekreist habe, Import. Und dann Import-Link und dann gibt man diese JSON-Datei an, die ich auch unten noch in der Präsentation drin habe. Dann ist ganz wichtig, müssen wir dann hat das quasi die Grundstruktur der API Collection, die ist dann da. Aber ich muss ja noch also die weiß aber ja noch nicht, welche lokale Webseite habe ich denn da und wie ist mein API-Token. So, und dafür gibt es dann nochmal die Möglichkeit, rechts neben dem Stern auf diese drei Punkte zu klicken, auf Edit. Und dann gibt es zwei Orte, wo man noch was pflegen muss, nämlich einmal bei Authorization, also bei Berechtigungsfragen,
Vergabe. Da ist auch standardmäßig schon der Key X Joomla Token, den das API Token Plugin abfragt, hinterlegt. Da muss dann einmal der Token rein, den wir uns eben aus dem Benutzer kopiert haben. Und unter Variablen gibt es den Base Path. Da kann man auch noch mehr Variablen hinterlegen, die auch noch benutzt werden. Alles, was in dieser doppelten geschweiften Klammer drin sind, das sind alles Variablen, die übersetzt werden können. Das hauptsächlich genutzte ist aber der Base Path, weil den braucht man natürlich logischerweise bei jedem. Und da trägt man dann entsprechend seine lokale Instanz ein. Bei mir läuft das unter Localhost J Web Services und auf einem XAMPP. Könnt das aber auch natürlich gegen eine Live-Seite machen, wenn ihr entsprechend die Berechtigungssachen dann hinterlegt. Das geht natürlich auch. Ich habe das jetzt hier zum Testen mal auf einer lokalen Geschichte eingerichtet. So. Das ist grundsätzlich zum Aufsetzen, wie das funktioniert. Ich würde jetzt einmal Präsentation kurz beenden, beziehungsweise Präsentation ändern auf. Wo ist mein Postbin? Wieso zeigt er das nicht an? Da. Postbin. So. Müsste jetzt, das ist ausblenden. Hier ist jetzt mein Postman. Ich habe hier oben über Import Link das gemacht, so wie wir es eben beschrieben haben. Und hier unter Edit ach, hier ist es sogar noch offen, meine Variable hinterlegt und meine Berechtigung hinterlegt. Und jetzt sieht man hier die ganz lange Liste aller verfügbaren, standardmäßig mit Joomla 4 ausgelieferten ja, Pfade beziehungsweise also Web-Services im weiteren Sinne. Und wir wissen ja, wir haben Beiträge angelegt. Jetzt muss ich mal gucken. Content Articles. Und das ist quasi jetzt der Aufruf, also /API-Index, also normale Webseiten, Base Path, ne, also das, was wir vorher konfiguriert haben, Localhost, in dem Fall J Web Services, /API, /Index.php, V1, Content Articles. Das ist der Aufruf, um alle Artikel, die ich in meiner Joomla-Webseite drin habe, mir zurückzugeben zu lassen. Dafür haben wir diesen Base Path, den haben wir ja vorher schon konfiguriert. Sonst braucht das keine weiteren Einstellungen, abzüglich der, die wir schon gemacht haben. Und dann kann man hier oben auf den Button Send drücken. Auf den Button Send drückt, dann wird die Anfrage, also die API-Anfrage, wird dann an die Joomla-Webseite gestellt. Und dann sieht man hier, okay, wir haben hier Link auf, also das basiert auf dieser JSON-API-Struktur, wo dann eben auch die Information, ne, wie rufst du mich selber auf und so weiter, wird dann der komplette Pfad nochmal ausgegeben und natürlich Berechtigung und so weiter, aber ne, wie heiße ich, aber was bekomme ich als Daten zurück? In dem Fall bekomme ich Articles zurück, und zwar hier bekomme ich den Artikel von der Typ, den 11. Artikel zurück, auch mit dem ganzen Kontext, beziehungsweise den ganzen Inhalt, der ganze Inhalt und den ganzen Einstellungen. Das sind die Sachen, die dann in dem Sample Data in dem Fall jetzt drin waren. Und genau, der hat ein Relationship, nämlich mit einer Kategorie, und zwar dem Kategorietyp Kategorien, und zwar in dem Fall mit der Kategorie 11, weil das die ist, die da entsprechend angelegt worden ist. Und die wurde also es ist auch ein Relationship in dem Sinne, dass es eben, das gehört dazu, created by, und zwar von einem User, und zwar dem User 10. Das müsste die User-ID von meinem Superbenutzer sein. Und dann geht das hier weiter. Dann hier auch den nächsten Artikel. Das diesmal mit dem ID 10. Hat einen Titel, hat einen Alias, hat einen Created Am, hat Created By und so weiter. Hier jetzt sogar ein Image-Intro, diese Image-Einstellung. Und auch hier entsprechende Textbeispiele. Hier hat man natürlich jetzt einmal die ganze Liste aller Beiträge, die da sind. Und ganz unten steht noch die Information Metal Total Pages 1. Das heißt, in dem Fall sind alle Beiträge, die ich angelegt habe, oder die in meiner Joomla-Webseite drin sind, die sind auch alle in dieser Antwort mit drin.
Wenn hier mehrere Seiten gibt, dann kann ich dann später auch mit einem entsprechenden Parameter auch sagen, okay, ich möchte jetzt Seite 2, Seite 3 und so weiter sehen, dass eben dann nicht immer alles dann geladen wird, weil wenn wir 10.000 Beiträge haben auf der Webseite, ist das Ganze ein bisschen unhandlich, wenn man dann immer alle 10.000 Beiträge bekommt. Was es dann auch gibt, ist dann ein zweiter Aufruf. Also das ist der Aufruf, damit man alle Beiträge bekommt. Oder dann entsprechend gefiltert, so wie man das haben möchte. Die Filterung kennt man auch aus dem Joomla Backend, dass man zum Beispiel nach ID oder Kategorie und so weiter filtern kann. Was man auch machen kann, ist, möchte jetzt einen einzelnen Artikel haben. Entweder füllt man, wie vorne gesagt, als Variable die Artikel-ID oder wie jetzt hier in diesem Fall schreibt man sie einmal rein. Basepath wird wieder ersetzt. Klickt auf Absenden und bekommt dann das, was man erwarten würde, nämlich bekommen nur noch diesen einen Artikel und zwar nur noch den Artikel Nummer 1. Das wäre das, was in dem Beispiel, was David gesagt hatte, mit dem Aufruf in dieser App. Ich stehe jetzt vor, diese Foto oder wo auch immer oder Geolocation oder wie auch immer, erkennt diese Applikation hier, ich stehe jetzt gerade vor dem Exponat 1. Okay, jetzt gib mir bitte mal die Informationen zu Artikel 1, ruft diesen API-Aufruf auf und bekommt dann diese Informationen zurück mit entsprechendem Text, Kategorie, Zuordnungen und so weiter. Und auch, sofern sie denn da sind, entsprechende Tags, Sprachen und so weiter. In dem Fall ist natürlich der About-Artikel ein bisschen ungünstig dafür, aber die Idee ist, glaube ich, verstanden. Genau, das sind so sogenannte GET-Abfragen. Das heißt, GET-Abfragen sind, gib mir mal nur die Informationen, die du hast. Das heißt, damit wird noch nichts verändert, da wird nichts geschrieben, sondern da bekommt man nur Informationen zurückgeliefert. Was man hier auf der linken Seite dann auch sieht, es gibt auch Delete. Das heißt, kann auch sagen, okay, ich möchte jetzt den Artikel 1 löschen. In dem Fall geht das hier nicht, weil man vorher updaten muss, weil Joomla gesagt hat, man kann einen Artikel nur löschen, wenn er im Papierkorb schon drin ist. Aber auch das wäre quasi das Delete-Kommando. In dem Fall würde man, um einen Joomla-Artikel zu löschen, erst einen Patch machen, sagen, okay, ich setze den Status auf minus 1, das ist der Papierkorb, und dann würde man hier mit dem Delete-Kommando den Beitrag löschen. Und Post ist, ich möchte ich möchte einen Artikel erstellen. Das heißt, ich möchte einen neuen Artikel erstellen. Das heißt, ich übergebe ihm die Informationen, die dann entsprechend mit drin sind. Hier mit dem grünen Knopf sieht man auch, was es da noch gibt. Ich möchte ihm den Alias übergeben, den Artikeltext, die Kategorie, ID, die Sprache, die Metabeschreibung und so weiter, Titel. Als JSON übergebe ich ihm das. Und wenn man das an die Joomla-API schickt, dann sagt er, okay, hier, ich lege jetzt in deinem Namen einen neuen Joomla-Beitrag an. Und erlaubt dann dadurch, dass man auch eine API baut oder ein Programm baut, was losgelöst von der Joomla-Webseite läuft, was dann Beiträge entsprechend anlegt. Oder, wie man hier sieht, Kontakte anlegt oder sich abruft und entsprechend dann zur Verfügung stellt. Die Möglichkeit hier mit diesem Postman erlauben es einem, das Ganze auch einmal durchzutesten, ohne dass man jetzt eine eigene Applikation, ein eigenes Programm schreibt oder weiß, wie das geschrieben werden muss. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, solche Abfragen grundsätzlich zu bauen. Entweder programmiert man sie sich selber, indem man diese Aufrufe entsprechend dann selber mit PHP programmiert. Oder mit irgendeiner anderen Programmiersprache. Hier hat man nur die Möglichkeit, das Ganze unabhängig von irgendwelchen Programmiersprachen sich einmal durchzuspielen und zu gucken, was kommt denn da zurück und auch vielleicht parallel zur Entwicklung. Moment, ich bekomme in der Entwicklung bekomme ich eine Fehlermeldung, warum funktioniert das nicht? Und dann kann man das hier noch einmal mit durchtesten und sagen, okay, gut, jetzt habe ich das und das Schritt für Schritt gemacht. Genau, und das sollte eigentlich nicht passieren, dass man das auch so ein bisschen abgleichen kann. Und man hat hier nochmal die komplette Liste aller Sachen, die grundsätzlich, sofern sie denn nicht deaktiviert worden sind, zur Verfügung stehen. Und kann die Sachen dann auch einmal testweise dann einmal rüberschicken. So.
Das ist so grob der Überblick. Natürlich kann man sich jetzt, blöderweise sind in den Standardsachen bei Contacts, da funktioniert das natürlich genauso. Dürfte aber kein Wert, genau, kommt kein Template zurück. Sieht man auch Total Pages 0. Also es gibt keine Einträge und auch keine Daten. Es liegt daran, dass die Sample Data einfach keine Contacts angelegt haben. Banners werden auch keine angelegt. Was man sich auch noch anschauen kann, neben den Inhaltsgeschichten, wäre zum Beispiel das Menü. Da gibt es eine zweite Variable, die dann App heißt. In App ist in dem Fall Administrator oder Site bei Menüs, weil es ja Frontend-Menüs gibt und Backend-Menüs. Hier Site eintragen. Wenn dann alles richtig ist, genau, bekommt man auch hier, unabhängig jetzt vom Content, die ganzen Menüs wieder zurück. Das heißt, Menütyps, Menüblock und so weiter bekommt die Information zurückgeliefert und genau, bekommt dann darüber dann auch die Möglichkeit, entsprechend sich die Sachen anzuschauen. Müsste auch für Administrator funktionieren. Administrator, genau. Und auch da gibt es entsprechend Menüs. Wobei das nicht das zurückgibt, was ich erwarten würde. Eigentlich müsste das die Backend-Menü. Ja, wenn man einmal von seinem Skript abweicht, ne? Genau, wenn man einmal von seinem Skript abweicht, dann kommt was zurück, was nicht zurückkommen sollte. Nur Admin nehmen. Warum auch immer. Source not found. Okay, gut. Also es sollte eigentlich, wenn man da als App-Administrator eingibt, sollten dann die Administrator-Module kommen, das Administrator-Menü kommen oder in dem Fall die Administrator-Menüs. Was auch geht, was aber auch ja nicht gefüllt sind, sind die Messages. Das heißt, es gibt ja da innerhalb von Joomla historisch bedingt wahrscheinlich ganz viel dieses Private Messaging System, auch das ist verfügbar, auch das ist jetzt in dem Fall leer, aber grundsätzlich erstmal verfügbar, dass dann auch entsprechend die Daten, aber dann potenziell nur von dem Benutzer, mit dem man sich authentifiziert, entsprechend die Daten dann abrufen kann. Module gibt es auch, man auch wieder Site angeben. Und bekommt dann die Module, die im Frontend eingezeichnet sind, veröffentlicht worden sind. Moduls, Mod Custom, okay, da ist ein Banner-Modul eingebaut worden. Aber das sind auch von den Sample-Datern dann drin. Auch da bekommt man alle Informationen, die Joomla darüber hat, entsprechend in diesem JSON-Format zur Verfügung, dass man das entsprechend in einer möglicherweise Vue.js-App oder was auch immer entsprechend dann mit irgendwo zur Anzeige bringt. Sei es jetzt, wie gesagt, in irgendeiner Vue.js-App, irgendwas Drittanbieter-technisches. Genau, hat dann da auch noch die Möglichkeiten, solche Sachen dann zu visualisieren und anzuzeigen. Auch hier dann entsprechend die Delete, Post, also neue Sachen anlegen. Zu verändern. Auch das gibt es für Newsfeeds, Privacy, den ganzen Privacy-Kram, Redirects, Tags und Users, genau. Genau, kann man sich auch die Users anschauen und sieht dann, okay, es gibt jetzt hier in dem Fall nur einen User, der aber auch dann in der Gruppe Super-Users ist. Je nachdem, was für einen Anwendungszweck man hat, hat man dann hier die Möglichkeit, sich die Sachen dann anzuschauen. So. Was auch veröffentlicht wird darüber, und was ich jetzt gerade suche, ist hier das hier. Ist die Konfiguration. Also zum einen von komplett Joomla. Verkehrtes. Config get. So. Get. Genau. Und man kann sich hier die Applikationen, also die globale Konfiguration anschauen. Und hier ist dann auch mal nachvollziehbar, wie gesagt, das ist diese JSON-API-Beschreibung, wo dann steht, okay, ich bin gerade diese Seite
die du dir gerade anschaust. Wenn du dir die nächsten anzeigen lassen möchtest, musst du bitte auf diesen Aufruf machen, ne? Also musst du diesen Aufruf machen mit Page und Offset und so weiter und so fort, die ganzen Filtermöglichkeiten, ja, die API zur Verfügung stellt und was ist die letzte Seite. In dem Fall ist es dieselbe, aber könnten ja dann auch potenziell noch ein paar mehr sein. Und auch hier bekommt man dann die Information zurück. In dem Fall ist diese Einstellung Typ Application, die hat eine, genau, und da geht es dann darum, ist die offline oder nicht. Oder was haben wir hier noch? Das Offline-Image, das okay, da habe ich jetzt gar nichts drin, aber ich zum Beispiel die Offline-Message, ne, da habe ich die Standard-Message vom Deutschen noch drin, ne, diese Website ist zurzeit im Wartungsmodus, wird sie später wieder kommen, bis runter zum, was ist der Standard-Editor, ist das Site-Name und so weiter, lassen sich solche Sachen dann ändern. Aktuell sind sogar noch die Passwort und also wie gesagt, Localhost Passwort vom MySQL noch drin. Theoretisch kann man die auch darüber anpassen. Ist nur die Frage, wie sinnvoll das wirklich ist. Wie sinnvoll das wirklich ist, das Ganze direkt zu machen. Aber das sind eben auch die Sachen, die man sich im Backend dann machen kann. Das wäre natürlich auch etwas, was man dann auch in Zukunft nicht einem normalen Benutzer zur Verfügung stellen würde, sondern maximal weiterhin über einen Super-User laufen lassen kann. Aber auch das, wie gesagt, sind Sachen, die jetzt aktuell schon in der globalen Konfiguration geändert und angezeigt werden können und die dann auch entsprechend ja da zur Verfügung stehen. So. Dann gibt es das Ganze natürlich auch an den Komponentennamen noch mit dazu tut. Komm, X, auch die Konfiguration entsprechend anschauen. Ja, und sieht dann, okay, hier habe ich auch Tag Layout, das Standard Tag Layout, das Default und so weiter und so fort. Also die Entwickler sollte so langsam dämmern, was da alles drin ist, nämlich das hier ist der Name in der XML-Datei drin steht für diese Konfigurations-Item, also Tag List Show Tag Image 0. 0 ist dann der Wert, der aktuell auf der Datenbank draufsteht. Oder was haben wir hier noch? Noch was? Include Children und so weiter. Bekommt hier alle Informationen, die diese Komponente zur Verfügung stellt als Konfigurationsparameter, zur Verfügung, um sie entsprechend anzupassen. Und mit einem entsprechenden Patch oder Post kann man, also in dem Fall dann primär Patch, weil man ja die Konfiguration nicht komplett überschreibt, also mit dem Patch sagt man, okay, ich möchte jetzt diese Sache möchte ich noch ändern und kann dann die entsprechenden Befehle bzw. entsprechenden Konfigurationsdateien auch über die API dann entsprechend ändern, sofern man denn dann in Zukunft dann auch die Berichtigung hat. Aktuell haben wir die ja. Genau, das sind so im Groben das, was man über die Webservice wissen muss, ohne jetzt ein konkretes Ziel, konkretes Projekt dann zu haben. Auf der Programmierebene, ich weiß nicht, meine, das würde der hier auch irgendwo anzeigen. Kann sich hier auch nochmal anschauen, ne? Was schickt man zusätzlich noch mit in den Headern? In unserem Fall das Joomla Token, das kommt aus der Authorization, aus der Konfiguration, die wir von vorne haben. Genau, welcher Host und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die standardmäßig dann mitgeschickt werden und die dann der Server entsprechend auch auswerten kann. Genau, das Tool hier, ist wahrscheinlich auch noch nicht in aller Tiefe ausgenutzt, was da alles noch möglich ist. Das hat tausende Optionen. Und kann entsprechend konfiguriert werden. Da gibt es auch noch ganz, ganz viele Sachen, die ich auch noch nicht benutzt habe, noch nicht gebraucht habe. Genau, diese Aufrufe sind dann entsprechend im Programmcode dann möglich und können dann ja, können dann die Rückmeldungen entsprechend dann umsetzen. So. Genau, da ist, glaube ich, dann das Hauptthema Wissen, dass es das gibt. Wie komme ich da dran und dann einfach ausprobieren.
Und dann gucken, was funktioniert vielleicht, was ist vielleicht nicht so, was funktioniert gerade nicht, und oder wie stelle ich mir das vor, oder hier, was für Sprachen habe ich und so weiter. Kann sich da die Sachen dann anschauen und dann gucken, okay, Internal Server, okay, da ist der Aufruf wohl noch nicht ganz so, wie er sein sollte. Müssen wir sich nochmal anschauen. Diese ganzen Pfade, die hier drin stehen, die sind kurz vor dem Release, nachdem diese originale JSON-Datei mal generiert worden ist, sind die zum Teil nochmal geändert worden. Deshalb müsste man, das hatte ich eigentlich aufgeschrieben, welche funktionieren. Wollte eigentlich auch nur die zeigen. aber hier sieht man dann auch mal live, ne? Gibt es Content Languages, und kann sich die dann entsprechend genauso wie Beiträge und so weiter dann anschauen. 10 Minuten. Noch 10 Minuten, okay. Gut, dann. Ich hatte noch etwas offen, genau. Ja gut, das Joomla Backend brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal zeigen, wo die ganzen Beiträge drin sind. Das habt ihr alle schon gesehen, beziehungsweise könnt ihr euch dann selber, das ist ja dann zum Nachbauen, habe ich ja jetzt extra nochmal eingebaut, wie das Ganze dann ausschaut. So, dann gehen wir nochmal zurück. Fenster. Bildschirmpräsentation. So, ihr seht jetzt wieder den Demo-Knopf. Dann habe ich hier auch nochmal den Punkt links, den ich eben angesprochen habe. Nochmal verschiedene Dokumentationslinks, aber auch teilweise YouTube-Videos, teilweise sogar auf Deutsch YouTube-Videos gefunden und auch das Dokument, was David eben gezeigt hat aus dem Magazin, verschiedene Links nochmal zusammengestellt, wo man sich dann Details und auch entsprechende Beispiele sich nochmal anschauen kann. Und hier unten ist nochmal der Link zur Postmaten-App. Die ist auch kostenfrei, also da braucht man nichts zu bezahlen, zumindest für das, was ich jetzt hier genutzt habe. Gibt es auch die Möglichkeit, das noch sehr viel intensiver irgendwie zu nutzen. Dann gibt es auch noch eine Bezahlmöglichkeit, aber für das, was wir hier brauchen oder das, was man braucht, um mit der Joomla API testweise mal umzugehen, das ist entsprechend dann umsetzbar. Genau, hier der Deutsche, genau, das ist der Blog von der Astrid Günther, wo es darum geht, wie baue ich das in meine eigenen Erweiterungen ein. Die hat ein sehr ausführliches Joomla 4 Entwickler-Tutorial geschrieben, und auch da entsprechend erwähnt, wie kann ich die Web-Services in meine eigene Joomla 4 Erweiterung integrieren. Genau, es gibt eine Dokumentation der Joomla 4 API direkt bei Postman, wobei potenziell die auch dann noch aktualisiert werden müsste. Die müsste auf dem basieren, was da mal drin stand. Aber auch das ist was gemacht wird. Und das ist das, was ich noch hatte, diese Joomla 4 API Collection. Das ist das, was wir gerade eben reingeladen haben. Genau, hier gibt es noch ein YouTube-Video, auch hier oben nochmal von George Wilson. Das ist der Joomla 4 Release Lead und auch einer der Hauptmenschen, die diese ganze API vorangebracht haben, zusammen mit verschiedenen, ich meine, 2 Jahre, also zwei, drei unterschiedlichen Google Summer of Code Studenten, die das Ganze entsprechend dann entwickelt und umgesetzt haben. Genau, auch hier nochmal alles zum Nachlesen. So, genau. Meine Folien oder das, was wir jetzt hier als Folien haben, wahrscheinlich am sinnvollsten oder am interessantesten ist diese ganze Link-Geschichte, die ist oben rechts mit einem QR-Code, lustigerweise von Google Chrome. Wusste ich gar nicht, dass sie das können, aber sollte funktionieren mit jedem QR-Code-Scanner, zumindest mit denen, die ich ausprobiert habe, funktioniert das. Landet ihr bei mir auf der Nextcloud und da ist dann das PDF. Wo dann unter anderem die Links und auch die ganze Präsentation nochmal drin ist. Und wenn es Fragen gibt, die jetzt nicht heute gestellt oder geklärt werden können, dann könnt ihr mich über die genannten Wege erreichen. So, bin ich 5 Minuten vorher fertig und auch noch die Möglichkeit für Fragen, wenn denn welche da sind, dann könnt ihr hochkommen. Es dauert jetzt ein paar Sekunden, weil ein bisschen Stream-Delay da ist, aber dann solltet ihr das mitkriegen. Okay, du bist schon mal in den Fragen, wenn ich das richtig. Richtig. Ausgezeichnet. So in time, finde ich gut. Ja.
5 Minuten vor der Zeit. Soldat, oder wie? Bitte? Ach so. Soldat. Nein, ich bin nicht beim Bund gewesen. Gibt es Fragen noch, der Aufruf? Oh, da kommt wer. Da kommt jemand. Oder auch nicht. Ich kann jetzt auch leider nicht in die Augen der Zuschauer gucken, ob ich jetzt ganz viel Chaos ausgelöst habe und Unverständnis oder ob das, was ich gesagt habe, soweit nachvollziehbar und verständlich war. Ja, ich glaube, schlimmer kann es nicht werden. Schlimmer als was. da ist jemand. Ja, hallo, grüß dich. Also, ich fand das eigentlich ein super interessanter Vortrag. Und eine Frage, die ich mir stelle, ist, wäre es eigentlich möglich, über die API auch Dateien mitzugeben oder müsste man sowas dann über FTP-Upload machen oder ist sowas vorstellbar? Grundsätzlich vorstellbar würde ich sagen, ja, weil ja auch, das hatte David ja auch gesagt, die Vue.js Media Manager API auch schon API-technisch umgesetzt ist. Es ist aktuell nicht in der Liste drin. Also grundsätzlich vorstellbar ist das. Konkret umgesetzt ist das, also konkret verfügbar als API-Schnittstelle ist das meines Wissens noch, zumindest für die öffentliche Seite, noch nicht. Das wäre aber was, was man mit der zukünftigen Version grundsätzlich machen könnte oder mit einem eigenen Plugin, was das umsetzt. Stand heute wäre das Hochladen der Dateien entsprechend dann per SSH oder anderer Mittel noch als Umweg notwendig. Gut, aber technisch machbar wäre das. Es gibt einen Pull-Request dafür. Ah, okay. Ach so. Okay. Gut. Also es gibt schon einen Änderungsvorschlag, da kannst du dann Harald fragen, dass er dafür sorgt, dass das in 4.2 dann reinkommt. Oder Benjamin, wenn es ganz schnell fertig ist, in 4.1 schon Anfang nächsten Jahres. Na gut, dann warten wir noch ein bisschen. Nochmal eine kurze Frage. Wenn ich quasi meine eigenen Runden hinzufügen will, schreibe ich dann einfach so ein Plugin vom Typ Web-API. Moment, wenn du einen eigenen Webservice hinzufügen willst, dann vom Typ Web-Services, eine eigene Authentifizierung, also Berechtigung, dann ist es API Authentication. Wie gesagt, im Normalfall sollte es vollkommen ausreichen, das über das Joomla Token API Ding zu machen, aber es gibt bestimmt irgendwo Anwendungsfälle, wo das Token nicht gut ist oder was auch immer, was ganz fancy machen möchte, dann kann man das auch machen. Danke. Gibt es sonst noch Fragen? Da war noch ein Dritter. Noch ein Dritter? Ja. MC. Genau. Nee, MC hat den Raum verlassen. Okay, gut. Okay, dann würde ich gerne ein bisschen Applaus für Tobias sehen, wenn möglich. Einfach auf den eigenen Avatar klicken und... ich kann auch so applaudieren. Danke, Tobias. Dankeschön.